In diesem Videotutorium zeigen wir, wie Sie im RDMO einen neuen Fragenkatalog anlegen und diesem neue Abschnitte, Fragensets und Fragen hinzufügen können. Um einen neuen Fragenkatalog anzulegen, wählen wir im Management-Menü den Tab Fragen aus und klicken auf Neuen Katalog erstellen. In dem nun geöffneten Fenster geben wir die wichtigsten Informationen zu unserem Fragenkatalog ein. Zunächst geben wir einen Katalogtitel für die deutsche sowie englische Sprachversion ein. Danach bestimmen wir den Namensraum. Wir bestimmen auch den internen Bezeichner des Katalogs. Beachten Sie dabei, dass die Schlüsselkennzeichnung keine Leerzeichen enthalten darf. Unter dem Feld Reihenfolge legen wir fest, an welcher Stelle der Katalog bei der späteren Katalogauswahl erscheinen soll. Standardmäßig beginnt die Aufzählung mit der 0. Das heißt, damit unser Katalog an der zweiten Stelle in der Auswahlliste erscheint, müssen wir eine 1 eingeben. Beachten Sie dabei, dass die Positionen nicht doppelt vergeben werden können. Wenn wir nun mit der Erstellung eines neuen Projektes beginnen, können wir unseren neu angelegten Katalog in der Auswahlliste finden. Unser neu angelegter Fragenkatalog ist am Anfang noch ganz leer. Nun aber können wir neue Abschnitte, Fragensets und Fragen hinzufügen. Beginnen wir mit dem Erstellen eines neuen Abschnittes. Hierfür klicken wir im Baustein Fragen auf den entsprechenden Punkt in der rechten Seitenspalte. Ein Abschnitt verkündet, welches Thema gerade behandelt wird. In unserem Fall geht es um die allgemeinen Angaben zur Datennutzung während des Projektes und nach seinem Ende. Und dementsprechend geben wir den Abschnittstitel ein. Außerdem legen wir den Namensraum und den Schlüssel des Abschnittes fest. Und schließlich verknüpfen wir den Abschnitt mit unserem Fragenkatalog. Nachdem der Fragenabschnitt angelegt wurde, definieren wir nun einzelne Fragensets innerhalb des jeweiligen Abschnittes. Wir erstellen ein Fragenset, welches die Fragen zum Umgang mit Daten nach dem Projektende umfasst. Viele der Eingabefenster sind uns bereits bekannt. Unser Fragenset definieren wir als eine Sammlung. Mithilfe einer Sammlung kann der Nutzer beim Ausfüllen des Katalogs, zum Beispiel je nach Datensatz, individuelle Antworten abgeben. So wie zum Beispiel hier. Damit der RDMO die abgegebenen Antworten dem richtigen Fragenset zuordnen kann, müssen wir festlegen, in welchem Attribut bzw. Platzhalter die jeweiligen Antworten gespeichert werden sollen. Eine Auswahl an Attributen finden wir am Baustein Domäne. Diese sind thematisch gruppiert. Sie können entweder ein bestehendes Attribut wählen oder ein neues erstellen. Bevor Sie jedoch ein neues Attribut anlegen, vergewissern Sie sich zuerst, dass keines der bestehenden Attribute für Ihre Zwecke geeignet ist. Wir entscheiden uns zum Beispiel für das bestehende Attribut Project Dataset Sharing. Achtung! Um in den Reitern einen Text eingeben zu können, so wie hier, muss das ausgewählte Attribut ein Unterattribut mit der Endung ID besitzen, etwa so. Unter Project Dataset Sharing finden wir jedoch keine Unterattribute mit solcher Endung. Deswegen müssen wir ein entsprechendes Unterattribut erstellen. Und sein Oberattribut Project Dataset Sharing unserem Fragenset anschließend zuordnen. Nun erstellen wir konkrete Fragen innerhalb unseres Fragensets. Es soll zunächst gefragt werden, ob der Datensatz nach dem Projektende veröffentlicht wird. Diese Frage soll nun mit Ja oder Nein beantwortet werden. Hierfür wählen wir das Widget Ja-Nein aus und verknüpfen ihn mit dem korrespondierenden Werttyp Boolsche Variable. Anschließend müssen wir unsere Frage nur noch einem Attribut zuordnen. Beachten Sie dabei, dass ein Attribut maximal einer Frage zugeordnet werden kann. Wir wählen eines der Unterattribute des Fragenset-Attributs. Die Frage nach der Veröffentlichung der Daten kann von den Nutzern nun beantwortet werden. Wie man die Fragen mit Optionen, Bedingungen und Aufgaben verknüpft, erfahren Sie in diesem Videotutorium. Vielen Dank fürs Zuschauen!